Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Ja, mittlerweile ist, glaube ich, ein Tag oder zwei vergangen, seitdem ich aufgenommen habe und ich muss erstmal pinkeln. Dann habe ich auch meinen Soll erfüllt für diese Folge und würde sagen, ich würde gerne mal versuchen, was hat der Flexi denn in der Vergangenheit gemacht? Genau, wir wollten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, wollten wir zu dem Farbbereich oder wollten wir eigentlich versuchen, mal so langsam zum Evakuierungspunkt zu kommen? Ich gucke mal, wir brauchen ja dafür diese Station, ne? Okay, wir brauchen ein dickes Isolierband. Können wir das herstellen? Nö. Zweimal Gummi. Wir müssen ein bisschen Ressourcen farmen, ne? Wir haben zweimal einen Schaber. Wir haben einen Bohrer. Was brauchen wir für einen Bohrer zum Herstellen? Ich würde den vorsichtshalber mal nochmal erstellen. Veredeltes Metall, Batterie und dickes Isolierband. Okay, wir brauchen Metall. Haben wir noch was hier? Nee, wir haben nichts hier. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein wenig Metall farmen. Da ist Metall. So. Genau, da unten waren wir gewesen. Letzte Folge, wenn ich mich recht entsinne, war es, glaube ich, so gewesen. Da haben wir, glaube ich, die Farbcontainer gefunden. Okay, war klar, dass er nicht lange hält. Und ja. Da konnten wir, glaube ich, mit einem Bohrer oder mit einem... Nee, was war das nochmal? Mit einem Scanner? Ich bin mir nicht sicher. Glaube ich, diese Farbcontainer normalerweise eigentlich öffnen. So, ich düse mal zurück. Dickes Isolierband war mit Gummi, ne? Hatten wir hier irgendwo hier Gummi gehabt? Das mit diesem Handschellenbereich, glaube ich, wollte ich auch nochmal hin. Wo war der nochmal gewesen? War das da? Naja, ist ja gut. Beruhigen Sie sich. Beruhigung! So. Dann schauen wir erstmal. Also, veredeltes Metall. Was brauchen wir noch für den Bohrer? Eine Batterie. Können wir herstellen? Zusammengesetzte. Wir haben noch zweimal Alkali. Komm, wir machen noch eine, weil wir es können einfach. Und jetzt brauchen wir noch dickes Isolierband, ne? Genau, dickes Isolierband. Das kriegen wir mit Gummi. Dann würde ich mal schauen, ob wir irgendwo Gummi herbekommen. So. Wo war denn das gewesen, wo der Typ im Bett lag? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Wo war denn das gewesen? Es war doch hier unten irgendwo. Da war das. Aber da haben wir keinen Sauerstoff, ne? Mist. Müsste mir irgendwo was abzwachsen. Oder können auch da gucken, ob da nochmal Gummi gibt. Ich lade nochmal eben Sauerstoff auf. Warte. Mit offener Tür, das funktioniert einwandfrei. So. Okay, lass mal schauen. Haben wir hier Gummi? Da sind Gummiplatten, ich sehe es doch. Von hier aus. So, komm her. Ach, Heckenschere benötigt. Mist, haben wir gar nicht. Okay. Gar kein Problem. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich meine, die Heckenschere haben wir sogar... Haben wir, glaube ich, hier liegen, ne? Oder? Jo. Ich hoffe, die hält noch. Haltbarkeit 12. Sieht nicht so gut aus. Kann ich mir noch eine herstellen? Jo. Machen wir mal, vorsichtshalber. Falls die andere unterwegs jetzt den Geist aufgibt. Würde ich sagen, düsen wir mal dahin und holen uns mit der Heckenschere. Das ist eine tolle Heckenschere. Einfach mal das Gummi. So, komm her. Zack. Na.
Das ist gar nicht so einfach mit dem Fliegen hier. So, sonst noch irgendwo Gummi? Gummi, Gummi, Gummi? Gummi, 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 Gummi. 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 So, dann haben wir das Gummi. Dann können wir jetzt das dicke Isolierband machen. Was wir ja benötigen für die Sauerstoffstation. Hallo? So. Dann machen wir das mal. Dickes Isolierband. Machen wir direkt noch eins. Am besten zwei, drei Stück oder so. Okay. Aber wir brauchen zweimal Gummi dafür. Ach so. Können wir eigentlich... Nee, Gummi können wir selber nicht herstellen, ne? Hm, bin gespannt, ob das später irgendwie ein Rezept für gibt. So, dann würde ich mal eine Sauerstoffstation herstellen. Am besten noch eine. Der Scanner hat Haltbarkeit wie viel? 11. Da brauchen wir eine Glühbirne, haben wir. Können wir da noch einen herstellen von? Metall. Uns fehlt Metall. Dann können wir noch einen Scanner. Falls wir was zum Scannen haben da hinten, wo wir hin wollen. Und da würde ich jetzt nochmal vorsichtshalber einmal... Einfach einmal nochmal eben Metall farmen. Okay, vielleicht finden wir irgendwo hier Metall. Hallo? Sonst ist immer hier überall Metall. Habe ich hier alles abgebaut? Ich weiß gar nicht, ob die Ressourcen irgendwann wieder respawnen. Das habe ich, glaube ich, in der allerersten Folge und in der zweiten, glaube ich, schon gesagt. Da ich nicht genau weiß, wie das ist mit den Ressourcen, ob die irgendwie einfach random wieder spawnen oder nicht. Würde mich halt auch mal interessieren. So. So, machen wir nochmal einen Scanner, vorsichtshalber. Können wir denn noch, war das bei Ressourcen? Nee, bei Gegenständen, ne? Genau, eine Sauerstoffbatterie. Würde ich einfach mal nochmal herstellen. Genau, dann haben wir zwei Sauerstoffbatterien, zwei Sauerstoffkerzen und zwei Sauerstoffstationen, mit denen wir jetzt mal versuchen, weil wir haben ja einen neuen Gefahren... wie möchte ich sagen? Ich ziehe mir das mal eben auf die 4. Gefahrenanzug, der mehr Gefahren aushält. Ich weiß halt nicht, ob wir es schaffen, da hinzukommen. Das ist halt sehr mit Risiko verbunden, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht hier mal eine Station hinsetzen. Ach, diese Musik. Ein Traum. Unendliche Weiden. Obwohl, da haben wir in 180 Metern schon was. Obwohl, hier zwischendurch könnte mal eine noch sein. Einfach nur, weil wir... So, klar, die Gefahr steigt natürlich. Rechts unten sieht man das. Ich weiß jetzt halt nicht, wovon das ausgeht. Geht das davon aus, weil wir einfach frei im Weltraum... Gefriergefahr, okay. Ob wir einfach frei im Weltraum rumfliegen oder ob das einfach so... Weil eigentlich sind wir ja schon sehr nah dran, muss man sagen, ne? Ein Kilometer noch, also was heißt nah, aber... Ne? Da können wir uns übrigens abkühlen. Pack das andere auch mal auf die 4. Ich dachte schon, wir kommen nicht näher. Sah gerade so aus. So, dann füllen wir mal den Sauerstoff auf. Ah, frische Luft zum Atmen. Sehr schön. So. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir nicht sicher. Da kommen wir natürlich jetzt hin. Ich meine, wir waren da mal gewesen, auch im Stream. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was da Phase war, tatsächlich. Das ist halt, wie gesagt, auch schon ewig her, wo wir dort waren. Ich meine, unten rechts die Gefahranzeige natürlich. Natürlich sehr hoch. Gerade jetzt nicht so schlimm.
Erstmal Sauerstoff tanken. Und dann geht's direkt weiter. Es wäre schön, wenn wir dort die Möglichkeit hätten, uns irgendwie ja, Sauerstoff aufzutanken. Ja, ja, Gefriergefahr. Könnte sein, dass Gefriergefahr von diesen blauen Dingern ausgeht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich glaube, wir werden nicht ankommen. Weiß es nicht. Ich würde so gerne hier alles erkunden. Das Problem ist halt, es ist alles noch so weit weg. Ja, ja, Strahlung, ich weiß. I know, I know, I know, I know. Oh. Den Sauerstoff erstmal tanken. Ich riskiere es jetzt einfach mal ein bisschen. Bisschen Risikobereitschaft mitbringen. Oh, eine Brücke. Ich sehe neben der Brücke des Captains. Es ist in Ordnung. Die Kommunikation mit der Brücke ist nicht vorhanden. Alle sterben auf dem was zuzugreifen, was Code Admin 123. The correct localization sounds extremely convincing. The information on the captain's bridge is classified in the database. Therefore, it is recommended to ignore this valuable advice and act according to the situation. Problem ist halt erstens die Strahlung jetzt rechts. Wir werden jetzt Schaden nehmen. Wird bestimmt sterben, ne? Weiß nicht, ob ich da drin weiter. Oh nein, das war's. Oh Gott, das war. The Captain's Bridge. Oh. Ja gut, dann bin ich jetzt tot. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Was? Okay. Ja, 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 ja. Sie lügen schon wieder. Sie sind hier. Das bedeutet, dass der Tod unmöglich war. Sagen Sie die Wahrheit? Bestätigen. Das ist halt so. Ach, schön. So, wo hat er denn jetzt gespeichert? Jetzt weiß ich gar nicht. Wir haben keinen Scanner, einen zweiten. Ich weiß gar nicht, wo hat er denn? Ah, das letzte Mal hat er hier drin gespeichert anscheinend, ne? Das heißt, wir kommen da auf jeden Fall schon mal nicht hin. Das heißt, wir müssen erstmal hier vorlieb nehmen mit der ganzen Geschichte. Das heißt, achso, ich will mal eben was essen, was trinken. Haben wir noch was? Jo, nice. Aber essen nicht, ne? Stell mal eben was her. Ah, Eis brauchen wir noch. Haben wir noch Eis? Haben wir noch. Stell einfach mal im Voraus ein bisschen her. Dann haben wir das. Ja, da muss der... ja, der Evakuierungspunkt. Nee, nicht Evakuierungspunkt. Wie heißt es denn jetzt? Verdammt, ich hab's vergessen. Ja, da wo wir eigentlich hinwollen, mussten sich noch ein bisschen gedulden, bis wir da hinkommen. Da müssen wir uns weiter erstmal umschauen. Notgedrungen. Und erstmal damit vorlieb nehmen. Ich hab's fallen lassen, ne? Ich bin so doof. So, dann erstmal mal. Sehr schön. Ich würde nochmal gucken, haben wir denn... Ah, wir haben kein... Doch, Gummi haben wir gesammelt. Data gespeichert, okay. Dann lass uns mal dickes Isolierband herstellen. Zweimal. Dann würde ich trotzdem... zwei Sauerstoffstationen herstellen, einfach. Damit wir da ein bisschen... ja, in dem Radius ein bisschen arbeiten können, wo wir vielleicht was looten. Bom. Bom, 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 bom. Bom, bom. Lalalo. 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 Diese Lieder immer. So, hier unten wollte ich einmal gucken, was hier Phase ist. Lohnt sich das hier, einen Sauerstoffballon hinzuknallen? Ich hab das noch nicht ganz verstanden, was wir hier... Kann ich den scannen, den jungen Mann? Der hat auf jeden Fall einen Helmer, da können wir nichts machen. Verdammt. Okay. Was ist das hier? Untersuchen? Was zur Hölle? Dieses Medikament, Jovokotsch, wird mit Unterstützung des, was? Pensionsvereins entwickelt. Die Zusammensetzung ist einzig Medikament beinhaltet. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte was?
Tabletten für die männliche Potenz. Ich erinnere mich, dass ich als Kind eine ganze Schachtel davon gegessen habe, weil ich dachte, es wären Süßigkeiten. Es war das erste Mal, dass ich einige Besonderheiten des Körpers entdeckte, wie unkontrollierbares Erbrechen und Durchfall zur gleichen Zeit. An unknown substance with a suspicious name. Nein, ich will das nicht. Schmeiß das weg. So. Okay. The evidence is collected. The investigation is successfully completed. It is obvious that the victim was poisoned by a Novichok chemical weapon for treason. This is confirmed by the cipher from a note that the female agent lost at the scene of the crime. Some special agency clearly had a hand in this. Ich probiere jetzt einfach mal in die Richtung nochmal der Dings zu fliegen, des Farbdingen da. Dass wir da vielleicht ein bisschen... Ja. Dass wir da vielleicht uns ein bisschen umsehen können. Weil da nehmen wir ja, glaube ich, nicht so viel Schaden. Ich weiß es nicht. Wir nehmen zwar unten rechts wieder Schaden, ja. Bin mir nicht sicher, ob wir das irgendwann ganz aufhalten können, die Gefahr. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Also muss der Evakuierungspunkt noch ein bisschen warten, bis wir dort ankommen. Aber das ist ja... Wir haben ja Zeit. Es läuft ja nichts weg, ne? So, nehmen wir ein bisschen Sauerstoff mit wieder. Ich habe ja noch zwei Stationen in der Tasche. Mal eben schnell den auf die 4 setzen. Und dann weiter. Ab ins Loch. Sieht so falsch aus hier alles. Naja. Gut. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier alles so bekommen. Gleich müssen wir auf jeden Fall einen Sauerstoffballon platzieren oder eine Station. Wir nehmen auf jeden Fall weiter Schaden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht... Oh, warte mal. Metall nehme ich mit. Hallo? Komm her! Was, Farbe? Können wir nichts machen, okay. Da ist wieder Metall. Ich würde hier einmal einen platzieren. Schön. Was ist das hier? Bleiplatte. Nehme ich einfach mal mit. Aber was können. So, die andere packe ich mir auch mal eben hin. Die Container können wir nicht aufbrechen. Schade. Ist hier irgendwas, was ich hier scannen kann, was wir gebrauchen können? Wahrscheinlich nichts, ne? Gar nichts hier. Also wenn wir Farbe brauchen und Blei, müssen wir auf jeden Fall hier hin. So viel steht schon mal fest. Ansonsten ist hier aber auch gar nichts. Sieht zumindest nicht danach aus. Na. Ja. Beruhig dich. Alles gut. So. Okay. Sieht schon abgefahren aus, muss man sagen, ne? Klar, wenn ihr Farbe transportiert haben. Aber so richtig hier ist nur tatsächlich Farbe, die wir hier kriegen. Und ein bisschen Metall, aber sonst war... Und Blei, aber sonst war es das auch. Okay, also nichts Interessantes. Was war das hier? War das mit einem Bohrer? Bohrer benötigt. Den haben wir doch, ne? Wir probieren das einfach mal. Da kriegen wir Farbe raus. Okay. Ist jetzt nicht so spannend. Ich dachte, hier steigt doch die... Obwohl, hier geht die Anzeige jetzt wieder weniger. Rechts unten. Okay. Warum wird denen weniger? Wie wir reingeflogen sind, wo die Rechtsschadensanzeige mehr. Das ist merkwürdig. Okay.
Naja, wir haben es versucht. Zum Evakuierungspunkt zu kommen. Da müssen wir uns erstmal liebäugeln. Da müssen wir erstmal irgendwie weiter versuchen, ja, das in der Nähe zu erkunden, alles, was wir haben. Ich weiß noch nicht genau, wie wir... Da zu dem Feuer würde ich vielleicht nochmal probieren. Vielleicht nicht in der Folge, vielleicht in der nächsten Folge oder so. Dass wir da einmal schauen, dass wir da zu dem Feuerchen mal kommen. Dass wir vielleicht nochmal so zwei, drei... Aber jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir keinen Gummi mehr, ne? Dass wir vielleicht irgendwo Gummi finden. Und dass wir nochmal so zwei Sauerstoffstationen vielleicht herstellen. Und dann probieren mal zu dem Feuerchen zu kommen, weil es scheint ja auch irgendein Hinweis zu sein. Wo ist der? Ah, glatt dran vorbeigeflogen. Aber schon nicht verkehrt, hier solche Sauerstoffstationen zu haben. Da waren wir, glaube ich... Unten waren wir, glaube ich, noch nicht drin, da auch, ne? Das können wir eigentlich auch mal machen. Wenn wir schon dabei sind. So. Das dürfen wir jetzt eigentlich schaffen. Der Weltraum. So schön, so trügerisch gefährlich. So. Da wären wir wieder. Wir haben auch keinen Gummi. Hi, Frank. Wir haben auch keinen Gummi. Nee, haben wir nicht. Wo ist die Musik so laut? Ja, das ist schon besser. So, wir brauchen... Ja, dickes Isolierband und Aluminium. Ah, wir haben gar kein Aluminium mehr. Oha, oder haben wir noch hier was? Nee, wir müssen also auch Aluminium sammeln. Ja, das wird ja lustig. Na dann, ja, okay. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's spannend weiter hier bei Brief Edge. Und dann werden wir mal versuchen, vielleicht zu dem Feuerchen zu kommen. Oder hier unten zu dieser Poststelle im Weltraum. Und mal schauen, was uns da erwartet. Und das seht ihr alles in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.